Da hinten ist ein Bauernhaus, siehst du das? Ich hab die mal wieder geflaxt. Boah, wie schnell läuft der Ivan bitte, Alter, der ist ja richtig schnell. Wir gehen jetzt in das Bauernhaus und dann gucken wir erstmal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Ja. Da ist ein Zombie drin. Guck mal, ob ich ihn abknallen kann. Hier ist ein Auto. Dem fehlen auch nur zwei Räder. Und sonst ist er, glaube ich, sogar fahrbar. Buddy, hast du den ersten gekillt? Ich versuch's, aber stimmt nicht. Der ist ja hinter den Kisten. Wissen? Warte, ich. Ja, passt schon. Alter, was ist das für ein verkackter Zombie? Meine Fresse. Und hier ist eigentlich noch was drin. Ah, doch, da hinten liegt irgendwas, aber das ist, glaube ich, für ein Haus. Was ist das? Take Big Jerry Can. Ja, das ist eine richtig große, die nimmt 5 Plätze weg. Brauchen wir nicht. Obwohl, nee. Wenn die Räder liegen würden, könnten wir mit dem Auto fahren, aber hier liegen keine Räder. Hier oben liegt aber ein Schrot, ein Gewehr. Winchester. Wir sind in Billgrad, ne? Ja. Also in. Ja, es gibt hier nur ein Residential, kein Industrial, wirklich. Fuel Station nur. Es gibt nur eine Fuel Station, aber es ist mir unnötig, da jetzt hinzugehen. Wie viele Reifen brauchen wir? 2 bräuchten wir. Theoretisch. Ja, lass uns mal die Big Jerry Can hier in das Auto tun, damit die auf jeden Fall nicht wegkommt, weißt du? Oder? Na, eigentlich egal. Achso, jetzt eigentlich auch Scheiße. Steel Bolt. So, chill mal, jetzt gucken wir, wo wir hingehen. So, Map. In der Zeit, in der wir diskutieren, mache ich kurz einen Aufnahmestopp. Nach Norden, weil da oben in die. Wenn wir da ein Fahrzeug finden, obwohl ne, da soll kein Spawn, dann geht nicht. Aber wenn wir da eins finden sollten. Bei wo denn? Ja, bei Tschernobyl. Wie heißt das da? Tschernobyl. Tschernobyl, ja. Wir dürfen aber halt in den Hafen nicht rein. Ja, doch, aber da vorne können wir ran. Ja, stimmt. Bei den großen Industrials. Ist das nicht sogar da, wo bei Pete's Meat hier diese große krasse Action war? Ich meine schon, kann ne? Kann sein. Ja. Na gut, dann lass uns da hin. Ich mal kurz ein Haken, aber ich muss kurz. Oh, wir sind. Ne, lass mal nach Mitrovice einfach. Ja. Da waren wir auch noch nicht. Mir ist es egal. Warte mal gerade, ich check aber gerade nochmal auf der Loot Map ab, wo wir am besten da hingehen. Ja, okay. Gut. Pass auf, jetzt gehen wir da hin, dann knallt uns mein Bruder ab, weil der uns nicht erkennt. So. Kannst du nochmal kurz zum Skype-Gespräch hinzufügen? Hat er gesagt?
Ja, der wollte ja rausgehen aus dem Schreibgespräch, weil das dann besser mit der Internetverbindung klappt. Aber wir sollten ihm schon mitteilen, dass wir jetzt da hinkommen, nicht dass er uns abknallt. Der ist bei mir noch drin. Ja, Gregor? Ja, aber der ist... Weiß nicht, du bist der Meister anscheinend. Bei mir ist der noch in der Konfi drin. Aber der ist nicht, quasi, also der ist drin in der Konfi, aber nicht anwesend. Ja, warte mal kurz. Du musst jetzt quasi alle rufen. Na, ich mach mal kurz Ausnahmestopp. So, und weiter geht's. Mit einem cool, leicht ungeduldigen... Auch endet. Was? Die meisten Dienste laufen ja auch gar nicht. So. Ja, ja, die werden alle angezeigt, die dir zur Verfügung stehen. Ja. Und du hast ja rechts die grünen Balken, wenn du DayZ dann startest, siehst du, wie auf deine CPU an den Grenzen kratzt. Bluetooth oder kann ich mal beenden, die Bluetooth habe ich gar nicht. Hamachi. Wir kommen jetzt übrigens gerade in die Stadt rein, wo du gerade bist. Das heißt, wenn du irgendwann wieder weiterspielst. Ja, ich bin gerade im Krankenhaus. Ah, du bist schon wieder drin? Nee, ich bin gerade nicht drin, aber ich liege im Krankenhaus hinter dieser Wand. Ich habe ungefähr noch ein Drittel Blut oder so. Ja, wir können dich ja wiederbeleben, wenn du da bist. Das ist aber so krass bei dir hängt, Alter, wenn du alle Grafikoptionen runtergestellt hast. Das ist echt krass. Kann ich nicht verstehen. Wiederbeleben ist vielleicht falsch ausgedrückt. Hä, was denn? Wiederbeleben können wir den nicht. Achso, nee, nee. Ja, also, wir können dir Blut geben. Boah! Das wird ja stufenweise so krass dunkel. Weil ich hab meine G17 mit der Taschenlampe. Ja, ich hab ja keine Taschenlampe. Ah doch, ich hab wohl eine, aber die kann ich nur als Hauptwaffe nehmen. So. Oh, oh, Zombies. Hochstand. Und wir abknallen? Wegen mir. Gut. Oh, warte mal, wo sind die denn? Am Hochstand. Zwei Stück. Einer links, einer rechts, ne? Ja, ich nehme den linken. Ja, warte, ich muss die andere Waffe nehmen. Ich muss jetzt mit und Zero brauche ich nicht. Okay. Okay. Dann los. Eins. Ja, okay. Ah. Ja, es war Fail, weil du einfach losgesagt hast. Oh. Was zum Teufel? CPU-Auslastung gesamt 100%. Ja, dann, Nur durch den DayZ-Commander, nicht durch DayZ. Was? Aber nicht sein. Ich laufe jetzt gerade. Ah, nee, Quatsch, ja, ich darf auch. Ach so. Oder warte, oder was ist das hier? Nee. CPU und die Kerne gehen aber schon ziemlich. Nee. Ach, CPU 5 und CPU 6 gar nicht an. Du hast 4 Kerne, da sind 2 im. 2. Also wie? Du hast so 8 insgesamt? Da stehen 8 angezeigt, davon aber 4, soweit ich weiß, virtuelle Kerne. Genau, das heißt, du hast du quasi. Du bist beide los, Ravi. Du bist beide los. Ich bin links von dir. Sind die beiden. Ne, die laufen noch. Wenn ich ja wüsste, was diese blaue Linie sein soll. Die blaue Linie, die ganz nach oben geht, ne? Ja. Die ist, hab ich auch, die geht immer ganz nach oben. Die so zeigt an, dass all deine Kerne, glaube ich, am rechten sind. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist bei CPU gesamt, ne? Ja, ja, genau. Das Grüne zeigt die Auslastung an von allen Kernen insgesamt. So, ja, die ist noch durchschnittlich dann ungefähr bei einem Drittel. Ja, bei mir liegt die auch bei einem Drittel ungefähr. So, dann gucken wir hier mal Bratwurst. Ach so, ja. Die blaue Linie zeigt eine Frequenz an, mit der gerade deine ganzen CPUs. Also, du hast ja 4 Kerne und die kriegen alle die gleiche Taktfrequenz, das heißt. Was hast du für einen Prozessor? 3, oder 2,4 oder 3 GHz oder was? Weiß ich gerade nicht genau. Aber es muss ein Dreh. Ja, dann laufen die gerade mit der maximalen Taktfrequenz. So.
Also mir, da oben steht noch dieses blaue Kästchen, 101% maximale Taktfrequenz. Sehe ich nicht. Doch über, da steht Prozesse, 25% CPU-Auslastung und dann daneben blaues Kästchen. Achso, 75, 59, 83. Was denn? 108%? Was? Ja. Dann hast du, du kannst den ja übertakten, du kannst ja schneller als die normale Taktgeschwindigkeit. Ja, okay, stimmt, Bruder. Ich dachte, also ich bin jetzt in der Stadt drin. Da oben steht ein Heli auf dem Dach, Dennis. Ja, Tatsache. Steht ein Littlebird. Die Frage, wie kommen wir da hin? Wo steht er auf dem Dach? Bei dem Turm da, bei dem Schornstein. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Wir müssen beieinander stehen jetzt. Okay. Wechseln wir auf G36. Siehst du irgendwen auf dem Turm stehen? Nein. Nee, ne? Also von den Kernen geht nur einer. Vorne ist ein Zombie. Wir müssen von der anderen Seite rangehen. Ne, hier ist doch bestimmt aber die Mauer kaputt, oder? Ja, nicht? Unten so ein Loch in der Mauer, genau. Wenn wir Glück haben. Was geht hoch? Bei mir geht nur der zweite Kern richtig hoch. Und der, ja, weil. Bleib mal stehen, Philipp. Wo ist denn der Zombie? Der ist da hinten an der Öffnung, der ist jetzt gerade reingegangen, das Gelände. An der Wand da ist eine Öffnung, wir können da ruhig hingehen. Aber ich sehe halt fast nichts mehr. So Leute, ich stelle mal meine Gamma-Auflösung hoch, das seht ihr jetzt im Spiel nicht, das habe ich letztens festgestellt. Aber ich kann dadurch ein bisschen mehr sehen. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr nicht so viel seht, wenn ich über Sachen erzähle hier, die ihr nicht sehen könnt. Ach, hast du übrigens deine eigenen Videos nochmal geguckt? Von was? Von Daisy? Ja. Nee, warum? Man sieht teilweise, wenn du schneidest oder sowas nebenher. Ja. Ach so, wenn der Hubschrauber stillsteht? Ja, nee, du warst zum Beispiel, du warst im Hubschrauber, bist geflogen mit anderen. Dann hast du nebenher irgendwas anderes gemacht, dann war auf einmal das komplette Bild eingefroren. Ja, das Ding ist, wenn ich aus dem Spiel rausgehe, aus dem Prozess, dann wird er nicht mehr aufgenommen. Und dann springt er zur nächstmöglichen Frequenz und das ist dann die, wo ich wieder anfange aufzunehmen quasi. Also, dann habe ich so lange Standbild, bis ich wieder in das Spiel reingehe. Ja, das ist ja ziemlich beschissen los. Ja, das ist mir auch aufgefallen, deswegen mache ich das jetzt mittlerweile nicht mehr. Nicht also, so wenn schnell Philipp uns langsam laufen. Auf dem Dach steht. Muss da ja irgendwie da hingekommen sein. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die geflogen sind. Ja, das Problem ist, wir kommen da überhaupt nicht hoch. Oder wenn wir vom Turm runterspringen. Aber wir können nicht Eject drücken. Ja, vielleicht hat sich da irgendjemand hingeparkt und ist dann aus dem Spiel raus. Nee, das wäre dämlich, weil nach einem Server Restart wird der Hubschrauber ja in dem Gebäude drin gespawnt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Gehst du links lang, ich gehe rechts lang? Mhm. Jetzt die Frage, wie kommen wir da aufs Dach drauf? Ist halt fast nichts mehr. Hier, ich habe eine Leiter gefunden. Hast du eine Leiter? Ich komme zu dir. Hier mitten in so einer dunklen Ecke. Man, du musst an der Wand entlang laufen. Nee, nee. Hier aber trotzdem langsam. Die hören dich doch, du Pisser. Ah, ja, ich sehe sie. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt einen Hubschrauber. Ja, ich bin schon dran. Und kratzt jetzt immer noch der Sieber dir an den Prozessen? Der lädt gerade noch. Und der ist trotzdem schon ganz oben? Nö, der ist jetzt Alter, bei... Der ist eigentlich gar nicht wirklich kaputt, der braucht nur ein bisschen Fuel. Der und geht bei Prozessen geht der immer von 10-20% so ungefähr. Also er braucht Engine Parts und was ist Inst? Inst? Was ist das? Inst? Inst? Was war Inst? Warte, ich guck mal kurz. Achso, ja, das ist Scrap Metal, das ist für Main Rotor und so ein Scheiß, glaube ich. Das ist auch erstmal uninteressant. Aber der müsste sich eigentlich fliegen lassen, ne? Wie viel Benzin ist da drin? Gar nichts. Da ist gar nichts, aha. Okay, scheiße, der wird also so gespawnt. Auf dem Dach. Ja, ungewöhnlich. Energie ist nix. Das ist so dunkel, ich muss auf jeden Fall meine Taschenlampe kurz mal anmachen. Weil ich sonst ist die Leiter, so dunkel, dass ich die Augen Leiter von, sonst nicht, die Augen von den Zombies wieder leuchten voll. Die war hier war die. Climb Ladder down. Siehst du, wo ich bin?